Hi, da ist die Juli. Heute ist mein Thema Schneefräsen. Und aus diesem Grund habe ich mir von der Firma Sonic die Fräse Snowmaster Akku 450 besorgt. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der große Vorteil ist, sie hat kein Kabel, weil sie einen Akku hat, der winterfest ist. Außerdem ist sie extrem leise und sie hat einen Brushless-Motor. Und zu guter Letzt, was auch immer wichtig ist, sie passt in jeden Kofferraum. Okay, hier haben wir mal den Auswurfkanal. Da und die vormontierte Fräse, die wir am besten am Griff nehmen. Und dann haben wir da noch einen kleinen Karton. Und da ist noch drinnen einmal die Bedienungsanleitung. Wichtig. Dann 4 Schrauben. Und zu guter Letzt braucht man natürlich ein Ladegerät für den Akku. Und jetzt bauen wir die Schneefräse gemeinsam zusammen. Ihr werdet sehen, das ist mit ein paar Handgriffen ganz einfach durchführbar. Davor entfernen wir aber noch Karton und Plastik. Im ersten Schritt beginnen wir jetzt mal mit der Montage des Handgriffes und dazu brauchen wir mal die Hackenschrauben. Als nächstes drehen wir jetzt einmal die Feststellmutter runter und legen es zur Seite, weil das braucht man dann später wieder. Wir nehmen unseren Griff, drehen ihn um 180 Grad, schieben ihn in unsere Führung, stecken jetzt die Hackenschraube von außen nach innen durch und ziehen sie an der Innenseite fest. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und jetzt stellen wir die Fräse auf meine Körpergröße ein. Das funktioniert ganz einfach, indem man diese zwei Klemmen rechts und links fest nach unten drückt. Als nächstes montieren wir jetzt den Auswurfschacht. Dazu nehmen wir unsere Schrauben, öffnen sie und führen die Schrauben von innen nach außen. Wichtig dabei ist, dass wir es doch nicht ganz durchstecken. Nehmen die Beilagscheiben, nehmen unseren Auswurfschacht und fixieren ihn. Und auf dieser Seite. Und jetzt fixieren wir den Schrauben links und rechts. Suchen wir uns nun die richtige Neigung aus und dann ziehen wir die Schrauben fest. Und jetzt kontrollieren wir noch, ob alle Verpackungsreste entfernt sind und die Frässchaufel frei dreht. Meinen mitgelieferten Akku habe ich bereits ausgepackt. Er ist zu 70% vorgeladen und bis zu minus 20 Grad liefert er noch seine volle Leistung ab. Wir legen jetzt den Akku ein. Dazu öffnen wir die Akkuklappe, schieben den Akku in die Vorrichtung, so lange bis wir ein lautes Klick hören und schließen die Abdeckung wieder. Ebenfalls im Akkufach befindet sich ein Sicherungsschlüssel, der ist sehr praktisch, wenn man Kinder hat. Unsere Fräse ist jetzt einsatzbereit. Wir schalten die Fräse auf der rechten Seite ein. Gleichzeitig schaltet sich das Licht ein, was man auf der linken Seite auch in der Höhe regulieren kann. Und jetzt sind wir eigentlich startklar. Dazu drücke ich jetzt den Sicherheitsknopf auf der rechten Seite und ziehe den Hebel zurück. Ein weiterer Sicherheitsmechanismus neben dem Startknopf ist die Schnellstoppfunktion. Ein besonderes Feature der Akku 450 ist der elektronisch verstellbare Auswurfschacht.
Jetzt geben wir den Akku raus, laden ihn vollständig auf und dann sind wir bereit, dass wir unsere Schneefräse in der Praxis testen. Übrigens, diese Fräse hat einen Tiefentladeschutz. Das heißt, wenn unser Akku eine Mindestspannung erreicht, schaltet sich die Fräse automatisch aus und unser Akku wird geschützt. Zusätzlich hat das Ladegerät einen Überladungsschutz. Lassen wir den Akku zu lange im Gerät, passiert gar nichts. Der Akku kann nicht überhitzen und auch nicht überladen. Damit der Akku eine möglichst lange Lebensdauer hat, bietet die Firma Sonic ein ganz spezielles Service an. Man kann sie auf der Homepage www.sonic.com registrieren und dann schickt die Firma automatisch eine Erinnerungsmail bzw. Erinnerungs-SMS an seine Kunden aus, dass eben der Akku geladen werden soll. Das war jetzt unser ausführlicher Bericht zur Sonic Snowmaster Akku 450, die wir in Kürze in der Praxis testen werden. Diese Fräse hat doch einen kleinen Bruder, die Akku 330. Auch das ist ein richtiges Kraftpaket und kommt dann im Einsatz, wenn wir eben am Balkon, auf der Terrasse, im Hauseingang oder auch am Dach fräsen wollen. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Bis dahin, viel Spaß im Schnee, eure Juli von Juli Tools. Thank you.